Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Underwater Tackle Tutorial. In diesem Video zeigen wir dir, wie man am besten krautfrei bzw. hängerfrei fischen kann und natürlich, was man dazu braucht. Die wichtigsten Materialien fürs krautfreie Fischen sind natürlich der zu benutzende Haken und der darauf montierte Köder. Und das brauchen wir. Erstens natürlich Haken. Hier haben wir mal alle Haken, die man wunderbar fürs krautfreie Fischen benutzen kann. Vornehmlich Offset-Haken, das sieht man hier auch, unterschiedlichster Form und Größe, sage ich mal. Straight Shank, Wide Gap, Weighted Offset und der vierte im Bunde, der hier noch mitliegt, der tanzt ein bisschen aus der Reihe. Das ist kein Offset-Haken, das ist ein sogenannter Wacky Hook mit Krautschutz. Das ist hier dieses Schild obendrauf, diese Fäden, dieser Draht, der schützt dann davor, dass man, wenn man den Köder an dem Haken durchs Kraut zieht, dass er nicht hängen bleibt. Der Haken kann wunderbar fürs Wacky Rig benutzt werden. Dazu habe ich auch schon mal ein Tutorial gemacht und eine Unterwasseraufnahme von dem Verhalten des Wacky Rigs. Das packe ich euch nochmal in die Videobeschreibung, damit ihr euch das mal angucken könnt. Da gehe ich jetzt nicht näher drauf ein. So, und daneben habe ich die Haken, beziehungsweise zumindest die Offset-Haken, die ich hier habe, mal montiert. Und was einem sofort auffällt oder was sehr auffällig ist, man sieht bei keinem dieser Offset-Montagen den Haken, beziehungsweise die Hakenspitze. Den Haken sieht man schon, den Hakenbogen hier unten, aber man sieht die Hakenspitze nicht. Kann ich auch mal so umdrehen und bei keinem Köder schaut die Spitze irgendwo raus. Das ist auch Sinn der Sache, denn wir wollen ja auch nicht, dass sich der Haken oder die Hakenspitze irgendwo im Kraut festhakt. Hier sieht man auch, deswegen muss man sich die Köder selbst auch gut anschauen. Einige Köder haben hier oben einen Schlitz. Das sieht man hier wunderbar. Und da verschwindet auch die Hakenspitze drin. Hier kommt sie dann raus, wenn der Fisch dann den Köder runterdrückt mit seinem Maul, mit seinem Biss. Dann kommt der Haken raus, man haut an und der Haken hängt hoffentlich im Maul des Fisches. Diesen Schlitz haben all diese Köder, auch der Crazy Flapper hier von Kitec. Auch der hat hier am Rücken einen Schlitz, wo die Hakenspitze dann verschwindet und wenn man dann runterdrückt, kommt sie zum Vorschein. Auch hier diese Inlet Minnow hat auch einen kleinen Schlitz, in dem dann der Haken verschwinden kann und dann kann hier auch nichts mehr hängen bleiben. Sobald der Fisch aber zubeißt, sieht man, hakt das Ganze wunderbar. Zusätzlich natürlich noch anhauen und das war's. Wie gesagt, wunderbar zum krautfreien Fischen geeignet. Offset-Hakenmontage und Schlitz am Rücken in Kombination. Da guckt nichts raus und da kann auch nichts hängen bleiben. Zumindest nicht der Haken selbst, die Hakenspitze. Damit man das ein bisschen verdeutlicht, habe ich das Ganze nochmal im Vergleich zu, ja, sag ich mal, normalen Jigkopf-Montagen. So, jetzt habe ich einmal diese beiden, würde ich sagen, fast meistgenutzten Ködermontagen mal hier nebeneinander liegen. Einmal die Jigkopf-Montage und einmal die Offset-Montage. Ja, der hier fällt raus, das ist Wacky Rig, den kann ich auch mal rausschieben. Dazu ja ein Link in der Beschreibung. Was hier sofort auffällt, ist der offene Haken bei den Jigköpfen. Hier sieht man natürlich sofort und hier halt natürlich kein offener Haken, weil ja auch weedless, krautfrei. Vor- und Nachteil dieser Geschichten. Klar, der Vorteil der Weedless-Montage, der Offset-Hook-Montage ist krautfreies Fischen bzw. hängerfreies Fischen. Man kann
mit dieser Montage auch die Fische im Kraut aus ihrer Reserve locken. Vorteil der Jig-Kopf-Montage natürlich, offener Haken bedeutet, die Fehlbissquote ist sehr gering. Wenn der Fisch direkt auf den Haken beißt und man anhaut, dann sitzt der Haken meist. Es sei denn natürlich, der Fisch beißt hier hinten auf den Schwanz, aber das kann hier natürlich auch passieren. Dann muss man vielleicht mit einem Angstdrilling arbeiten. Aber einfach die Fehlbissquote ist hier bei offenen Jig-Kopf-Haken geringer. Das sieht hier schon ganz anders aus. Der Haken ist natürlich versteckt. Der Fisch muss in Anführungsstrichen mehr tun, damit er gehakt werden kann. Denn man sieht ja jetzt schon, ich muss den Haken mit dem Finger runterdrücken und ich muss noch anhauen im richtigen Moment. Das heißt, wenn ich den Fisch spüre, dann ist es eine Frage des Timings. Haue ich zu früh an, reiße ich dem Fisch den Köder aus dem Maul, ohne dass er hakt, weil der Fisch die Hakenspitze noch gar nicht freigelegt hat. Ja, also das ist der Nachteil an so einer Montage. Die Fehlbissquote ist relativ hoch, aber ist natürlich auch unumgänglich, wenn man im Kraut fischen will. Ja, wenn man da den dicken Hecht vermutet, dann bringt es nichts, diese Montagen zu nutzen, weil wenn ich die durchs Kraut ziehe, da bleibe ich sofort hängen. Oder die Wahrscheinlichkeit ist auch noch hoch, dass ich die ganze Montage verliere. Das kann teuer werden, deswegen bei Kraut und bei unwegsamem Gelände unter Wasser würde ich immer die Offset-Montage empfehlen. Oder wie hier ein Weedless Wacky Hook oder Weedless Hook an sich. Es gibt auch Jig-Köpfe, die so einen Krautschutz haben. Das muss man einfach in seinem Angelshop seines Vertrauens mal abchecken. Ein großer Joker beim krautfreien Fischen bzw. hängerfreien Fischen ist auch das sogenannte Punching Rig. Das habe ich hier auch mal eingeblendet. Dazu habe ich auch schon ein Tutorial abgefilmt und auch eine Unterwasseraufnahme, dass ihr quasi wisst, wie baue ich das Ganze auf und wie sieht das Ganze unter Wasser aus, wie verhält sich das unter Wasser. Diese beiden Videos habe ich auch in der Videobeschreibung verlinkt. Schaut es euch an, wirklich auch der Joker schlechthin, wenn ihr auf heftige Krautschichten oder auf riesen Seerosenfelder stoßt, ihr da aber genau den dicken Fisch vermutet, dann probiert auf jeden Fall auch gerne das Punching Rig. Denn das Punching Rig heißt nicht umsonst Punching Rig, das puncht quasi euren Köder durch die Weedpackung durch zum Fisch. Ja, soweit so gut, das krautfreie Fischen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen bzw. hat euch weitergeholfen. Wenn ja, lasst doch gerne ein Like da. Lasst es mich auch gerne in den Kommentaren wissen, wenn ihr Anregungen, Ideen habt. Ich wünsche euch eine Tightline am Wasser. Alles Gute, beste Grüße, euer Underwater Tackle Team. Bye, bye.